Guten Abend, guten Abend. Nein, wir sind nicht. Willkommen zu einem neuen Essenstest-Video. Wir haben mal wieder die Kohlrouladen aus dem Rewe, aus der Dose, im Test. Und was neu ist, das würde ich euch gerne jetzt mal zeigen. Hier steht drauf, in dunkler Soße handgewickelt. Das stand sonst immer in pikanter Soße handgewickelt. Und ja, die müssen auf jeden Fall neu sein im Rewe. Ich habe die im Rewe noch nie gesehen. Ich habe ja immer danach gesucht. Aber ich habe immer nur die pikanten Kohlrouladen gekriegt in der scharfen Soße. Da könnt ihr mein Video auf meinem Kanal gucken. Zehnstaubseli 1000. Und was hier ganz interessant ist, bei den Zutaten steht auch nicht mehr drauf, kann Laktose enthalten oder sonstiges. Das stand bei den pikanten, bei den Kohlrouladen in pikanter Soße immer drauf. Ja, es wird trotzdem noch mit Schweinefleisch gemacht. Ja. Zwiebeln, Paniermehl. Gut, den Rest erspare ich euch. Also, wir haben jetzt hier die in dunkler Soße im Test. So, Alena ist auch schon bereit. Ja, mein Schatz. So, die Kohlrouladen, ja, in schöner Bratensoße. Ja, dann testen wir jetzt erstmal hier ein bisschen von der Soße. Wenn man das so sehen kann, so da. Ja, mal gucken. Ein bisschen näher holen. Interessant. Ja, hätte vielleicht noch ein bisschen länger kochen können. Die Soße ist jetzt nicht mehr wirklich so heiß. Schmeckt ein bisschen wie Babybrei. So, jetzt schauen wir uns mal die Kohlrouladen an. Aha. Na, komm raus. Schauen wir uns mal die Kohlrouladen an, wie das Hack von innen aussieht. Ja, ich schiebe das mal ein bisschen so. Also live, also live sieht das ja doch ziemlich fest aus, ziemlich durch. Wenn man das mit Blitz sehen kann, sieht das, boah, wie zermatscht das Hack aus. Ich mach mal den Blitz jetzt mal aus. Mal gucken, na, ist jetzt sehr dunkel hier. Ja, klar. So, willkommen zurück. Ich habe jetzt mal Licht angemacht. Jetzt sieht man das ohne Blitz. Das ist ziemlich fest und ziemlich trocken, so wie es aussieht. Und das Kraut ist auch nicht mehr so viel, wie es bei den Pikanten ist. Da ist jetzt nur noch eine Lage drinne, wenn man das sehen kann. Also ein Kohlblatt, das war bei den pikanten Kohlrouladen auch nicht der Fall. Da waren ja mindestens drei, vier Blätter drumrum. Also, das ist auf jeden Fall eine Neuheit von Rewe. Die Kohlrouladen aus der Dose in dunkler Soße. So, jetzt probieren wir das Ganze mal, ob das anders schmeckt als die pikanten. Die Soße haben wir ja schon probiert. Ja, das Hack ist auf jeden Fall ziemlich fest. So. Die müssen richtig schön heiß sein, weil das Hack hier ist gerade richtig kalt. Man soll das ja, wie es hier auf der Dose drauf steht, 4 bis 5 Minuten erhitzen. Das habe ich eigentlich, glaube ich, gemacht. Aber das Zeug ist wirklich eiskalt. Da mache ich jetzt noch mal eine Pause und mache die noch mal heiß. So, wir kommen jetzt zurück zum Kohlrouladentest. Ich habe Messer und Gabel vergessen. Ah.
bisschen bescheuert, das Video diesmal. Vom Essenstestvideo. So, wir wieder da. So, ja, nach dem Erhitzen, zum zweiten Mal erhitzen, sieht jetzt das Hack. Oh. Jetzt sieht es saftiger aus, wenn man das sehen kann. Aber trotzdem ziemlich durch, also ziemlich trocken. So, jetzt reden wir nicht so viel, jetzt essen wir. Alena ist auch bereit. Tja, wie gesagt, eine Schicht Kohl und jetzt sollte es wirklich heiß sein. Jetzt kann man das... Ah, jetzt lässt sich es auch besser schneiden, das Hack. Ja, so, jetzt probieren wir das Ganze mal. Jetzt ist es wirklich schön heiß, aber an dem Hack fehlt eindeutig Salz. Ich habe gerade noch ein bisschen Salz drüber gemacht. Geschmacklich sind die in dunkler Soße. Heiß, mein Schatz. Jetzt ist es wirklich heiß. Deutlich besser als die Pikanten. Da ist wirklich nicht diese Schärfe vorhanden. Ja, heiß, Schatz. Schöne Bratensauce. Wenn man hier die schwarzen Punkte erkennen kann, das könnte vielleicht Pfeffer sein. Also viel Pfeffer ist da jetzt in der Soße nicht drin. Das haben die gut abgeschnimmt. Also die in dunkler Soße finde ich richtig gut. Auch wenn das Hack nur, wenn man das jetzt so sehen kann. Ja, live sieht es wirklich, ja, leicht rosa aus. Ich mache jetzt noch mal Blitz an. So. So sieht das wirklich leicht rosa aus, aber trotzdem durch. Jetzt auch schön weich. Das hat. Und dann kriege ich natürlich auch ein Stück. Da. Ja, mit ein bisschen mehr Salz drauf. Kann man das essen? So, da schneiden wir jetzt mal die zweite an. Na fein, Alena. Ja, hier soll ich dir helfen. So, da. Ja. Die zweite, ja, sieht genauso aus. Ist aber auf jeden Fall ein deutlich festeres Hack als bei den pikanten Kohlrouladen. Das bisschen Salz macht es wirklich aus. Dann schmeckt das wirklich recht gut. Also ein bisschen Salz drüber machen. Oder in die Soße. Ja. Ja. Geschmacklich ist das Hack aber trotzdem leider minderwertig. Also ein richtiges Schweinehack ist das nicht. Das ist nur so eine zusammengematschte Scheiße, aber naja, der Hunger treibt es rein, würde ich sagen. Aber die Kohlrouladen mit dunkler Soße, was eine Neuheit ist, von Rewe, würde ich mal sagen. Ich habe die noch nie im Rewe gesehen. Sind definitiv besser als die in pikanter Soße. Also wenn ihr auf nicht so scharf steht, würde ich euch die in dunkler Soße empfehlen. Danke fürs Zusehen. War ein bisschen ein komisches Testessens-Testvideo. Trotzdem danke fürs Zusehen.